Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Dreht sich das um den Apple Pencil Pro. Das gibt fünf verschiedene Muster. Gut, ich habe es mir jetzt nicht aussuchen können. Im Apple Store sieht es vielleicht anders aus. Ich habe ja den Apple Pencil 2. Ich halte mal den Karton dazu. Ihr seht, er ist ein kleines bisschen höher. Es würde jetzt hier Pro zum Beispiel nicht draufstehen, sieht das jetzt schon gleich aus. Die Länge ist gleich, nur die Höhe. Da ist der Apple Pencil 2 etwas höher. Aber ich würde sagen, wir packen mal aus. Ja, wie bei jedem Apple-Produkt. Mal weg damit. Und dann ziehen wir das mal raus. Hier ist das gute Stück, aber da kommen wir gleich zu. Wir gucken einmal hier drin, was so alles dabei ist oder nicht dabei ist. Ja, wie bei jedem Apple-Produkt, was man mitmachen kann. Garantie und so weiter und so fort. Gut, Sticker waren bei den Zubehörteilen meistens ja sowieso nie dabei. Gut, bei dem iPad Pro 2024 sind auch keine Sticker mehr dabei. Ich kann ja mal den vom Apple 2 noch mal aufmachen. Ja, hier ist das gleiche drin. Also hier hat sich nichts viel getan. Man sieht auch hier, das ist vom Pro und das ist vom Apple Pencil 2. Auch das ist ein bisschen dünner geworden. Ich hole auch gleich mal zum Vergleich den Apple Pencil 2. Aber erstmal holen wir das gute Stück hier raus und packen wir das mal aus. Packen wir mal beiseite. Es würde jetzt hier Pro nicht draufstehen. Ich hole jetzt mal den Apple Pencil 2 dazu. Würde man das gar nicht feststellen können. Also ich würde sagen, die sind gleich schwer. Stoßen, na hier kommen die zusammen. Ja, auch jetzt hier an der Unterseite, man sieht es nicht wirklich. Gut, komm mal dicht hier ran. Ich glaube, das ist ein kleines bisschen schmaler geworden im Gegensatz zum Apple Pencil 2. Es ist hier ein bisschen schmaler, aber ich kann mich auch irren. Also ich müsste jetzt ein Millimetermaß ansetzen. Doch, man sieht es hier ein bisschen. Gut, im Licht vielleicht etwas schwer zu sehen. Es ist vielleicht ein Millimeter schmaler geworden, aber auch nicht viel. Ansonsten sehen die gleich aus. Für mich gleich schwer. Apple Pencil 2, Apple Pencil Pro. Also wie gesagt, für mich ist das vielleicht minimal schwerer, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Und dann soll es hier auch gewesen sein. Den Apple Pencil Pro werde ich dann im Review mit dem iPad Pro genauer vorstellen. Der kann ja ein bisschen mehr, hat ja auch ein haptisches Feedback. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dee. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.